Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Terra. Ja, nachdem ich im vorletzten Part so einen Schiss gebaut habe, sind wir jetzt wieder mal in einem kleinen Zeitsprung. Ich habe mich nämlich hier auf den Weg zur Instanz gemacht, wo ich ja beim letzten Mal angekündigt habe, dass ich ganz gerne am Samstag, was ja heute ist, die Instanz mit euch zusammen machen wollte. Und da haben wir Rosette aus dem Berserker-Let's Play gefunden. Ich konnte mich noch vage dran erinnern, wer das ist, aber der Name hat, glaube ich, was irgendwie, wurde mir da zum Berserker-Let's Play erzählt, irgendwas mit Rosetta Stone zu tun. Und natürlich unsere liebe Tahane haben wir dabei, die Fairusa. So, anwesende Arklist wollen wir natürlich rein. Da gehen wir jetzt auch rein. So, und wir werden da ganz gemütlich durchgehen, hoffe ich zumindest. Ich habe zumindest gerade im Chat geschrieben, dass Rosette nicht ganz so schnell durchrennen soll und wenigstens, dass ich da noch ein bisschen was zeigen kann. Und ja, dann machen wir diese Instanz und dann sehen wir uns nach der Instanz dann auf jeden Fall wieder. Wo sehen wir uns denn wieder? Da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. In der komischen Mine, wo wir gewesen sind. Oh, 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 und es leckt. Was passiert hier? Ja, okay, alles tot, sehr schön. Scheiße, ich bin gerade noch 5 Spiele bei Steam am Runterladen, weil da ist im Moment Halloween Special und dieses Halloween Special musste ich einfach mitnehmen mit den Spielen, da konnte ich wieder richtige Schnäppchen machen und da bin ich gerade am Runterladen. Also wenn es zwischendurch ein bisschen lecken sollte, dann seht das nicht so ernst, das wird auch wieder besser. So, hier, den müssen wir noch töten, zack. Wir hauen einfach überall mal unsere Sachen rein. Hier, nimm das, zack. Hier können wir auch noch ein bisschen, da hinten können wir noch ein bisschen was rumschmeißen. Habe ich eigentlich? Ne, haben wir noch nicht, ne? Ich rufe mal eben unseren kleinen Heiler dabei. Zack, sehr schön. Und ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wo es hier lang geht. Aber wir müssen, glaube ich, hier in diese Richtung. Ja, wir gehen einfach mal hier in diese Richtung und schauen mal. Questtechnisch sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Die habe ich vorher auch nochmal angemacht. Halt, Moment, müssen wir hier was machen, weil hier irgendwas ist? Nö, sieht nicht so aus. Ah, schade. Der Schuss ging leicht daneben. Den können wir eigentlich noch mal kurz... Okay, das hat sich erledigt. Tahane scheint ordentlich... Oder halten die nichts aus? Das kann natürlich auch sein. Okay, die halten, glaube ich, nicht ganz so viel aus, wie ich das gerade sehe. Die sind nämlich alle relativ schnell gestorben, auch von unseren Schüssen. Wir laden einfach mal unseren Schuss auf. Und gehen weiter. Haben wir hier noch irgendwas, was wir töten müssen? Das müssen wir nicht töten. Hier, der ist schon aggro. Wir können ja mal hier. Oh. Gut, gegen die Möpse reicht das auf jeden Fall noch nicht. Und ihr merkt schon, ich bin wieder sehr, 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 was heißt durcheinander, wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin wieder sehr, sehr, sehr abgelenkt von meinen kommentatorischen Fähigkeiten. Ich laber irgendeinen Müll. Und wo müssen wir lang? Müssen wir da lang? Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier gibt es, glaube ich, dann gleich auch den ersten Boss. Wir sind immer noch bei 3 irgendwie, was wir machen sollen. Wir gehen aber, glaube ich, hier erstmal zum ersten Boss. War das hier der Boss mit dem komischen Teddybär oder was? Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich meine, es gab doch diesen einen Teddybären-Boss. Das könnte doch hier sein. So, einmal wegrollen. Sehr schön. Haben wir gut weggeschossen. Dann können wir hier das gleiche Spielchen machen. Oh, die sind schon tot. Na gut. Wo war denn der jetzt? War der nicht hier? Ach, da ist er. Da steht er. Ich wusste es, dass wir hier beim Teddybär sind. Und ich kann gerade nicht schießen. Warum kann ich nichts machen? Jetzt kann ich machen. Teddybär, pull! Und das war's. Ein Schuss, sehr schön. Der droppt aber auch wieder nichts. Da aber die Quest haben wir zumindest fertig. Jetzt ist die Frage, mussten wir hier rein? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe jetzt einfach mal rein.
Aber ich glaube, hier braucht man nichts mehr machen. Naja, wir machen es trotzdem. Ist ja auch schon alles tot. Was müssen wir denn noch? Wir können ja mal hier die Quests, die wir fertig haben, schon mal ausblenden. Das ist, hört sich auf jeden Fall schon mal nach einem Plan an. Wir brauchen noch einen, wie heißt der Typ? Eine Escort-Marke. Die muss es da vorne irgendwo geben, aber da haben wir doch jetzt alles getötet, oder nicht? Oder kommen dann noch mehr? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung mehr von dieser Instanz. Ich habe allgemein überhaupt gar keine Ahnung mehr von dem Spiel. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder schön, mit euch zusammen hier was zu unternehmen. Da kommen so die ähnliche Gefühle auf wie damals zu, wie heißt es, zu Neverwinter-Zeiten, was ich ja mittlerweile auch abgebrochen habe, das Let's Play, weil einfach nichts mehr geboten wird. Aber das habe ich euch ja auch schon relativ oft erzählt, dass halt bei Neverwinter nichts mehr zu machen ist. Beziehungsweise es ist im Grunde genug zu machen, aber es ist einfach langweilig, wenn immer nur noch tägliche Quests zu machen sind, alles dasselbe. Und deswegen lasse ich das einfach ganz bleiben. So, nächste Quest haben wir auch fertig. Die können wir dann auch direkt ausblenden. Jetzt brauchen wir noch Vampirreißer, 8 Stück. Die wird es aber dann weiter hinten geben. Ich sehe es auch schon auf der Minimap. Da sind 2 blaue Punkte, die wir machen können. Dann haben wir auf jeden Fall diese Instanz auch durch. Achso, nochmal eben kurz zur Info. Ich werde es heute in dieser Aufnahmesession etwas anders halten, denn ich werde in dieser Aufnahmesession es so machen, dass ich halt alle Folgen am Stück aufnehme und dann die Folgen halt so passend auf 15 Minuten zurechtstutze, dass ich dann halt 15 Minuten für euch habe. So ist für mich einfach die Zeit etwas einsparender, sonst mache ich halt alle 15 Minuten einen kurzen Cut, kann dann was trinken, aufs Klöchen gehen oder sowas alles und so habe ich halt nicht das Problem, dass ich ständig, ja ich weiß, ich muss hier hoch, schön, dass da jetzt auch Pfeile sind, mittlerweile ist das Spiel wirklich für ganz dumme Menschen, die nicht wissen, wo es weitergeht. Nee, also da erspare ich mir ordentlich was an Zeit. Ich glaube, pro Part oder pro zwischen den Parts spare ich mir da, glaube ich, 5 bis 10 Minuten, bis es dann weitergeht. Deswegen komplett am Stück aufnehmen. Mein Timer ist auch gestellt, damit ich ungefähr weiß, wann die 4 Parts abgedreht sind. Und schauen wir mal, wie weit wir dann heute kommen, ob das nur in dieser Instanz ist. Wobei die Instanz ist ja jetzt relativ schnell fertig, muss man ja sagen. Wir sind ja schon fast durch. Hoffe ich mal. Oder denke ich mal. Was heißt hoffen nicht? Mir gefallen ja die Instanzen im Großen und Ganzen. Stimmt, hier gab es jetzt, glaube ich, den nächsten Boss. Das war, glaube ich, war das nicht der Baron und die Baronin? Oder war das nur einer von beiden? Ich weiß es nicht. Sehr schön. Und da kommt dann auch schon die Baronin zum Zug. Da haben wir auch schon den Lebensbalken. Ich muss übrigens sagen, das haben sie echt gut gemacht. Das mit den Lebensbalken gefällt mir mittlerweile viel besser wie damals. Bitte was? Okay. Ja, da war die Baronin auch hinüber. Die hat natürlich auch wieder nichts gedroppt. Ich bin begeistert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, liegt das daran, dass Rosette dabei ist mit Level 65? Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, da gab es auch irgendwie was mit Dropchance, wenn da ein hochwertiger Charakter dabei ist, dass da nicht mehr so viele Sachen gedroppt werden. Aber auf die Sachen kommt es mir jetzt gerade sowieso nicht so wirklich drauf an. Hauptsache ist, dass wir unsere Quest fertig bekommen, also unsere Handlungsquest, damit wir da dann auch in der Storyline ein bisschen weiterkommen. Auch wenn ich die Story jetzt nicht mehr vorlese, ich kann immer nur wieder auf das Berserker-Let's Play verweisen, denn da habe ich ja auch komplett die Story-Mission mit vorgelesen, da wusste man genau, worum es geht und das war schon ganz ordentlich. So, nächste, wir schießen einfach mal unsere Kugel rein, zack, getroffen, sehr schön, der fällt auch direkt um, finde ich toll. Oh krass, das sieht schon extrem aus mit dem Lebensbalken. Und da ist er hin und wir kriegen eine Zwischensequenz.
So, Baronin und Baron sind erledigt. Wir müssen noch hier die Quest abgeben. Dann müssen wir noch einen Mops erlegen. Ja, ich drücke F. Im Keller öffnete sich eine Geheimtür. Okay, wir müssen noch einen Mops töten. Was ist das denn? Jetzt haben wir 14. Ach nee, wir müssen die jetzt beschützen oder wie war das? War das nicht so oder lief die einfach so los? Da kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Okay. Na gut, wenn wir 14 Minuten haben, das sollte reichen mit dem 65er dabei. Die ist da hinten irgendwie am Töten. So, wo willst du denn hin? Ach, guck, hier haben wir die letzten fehlenden Leute. So, damit haben wir auch diese Quest fertig und das heißt, wir haben nur noch die Handlungsquest hier drin. Das finde ich immer super, wenn man die Instanz nur einmal machen muss. So, dann drücken wir die letzte Quest auch noch eben weg. Die können wir eigentlich minimieren. Die können wir eigentlich komplett minimieren. Weil wir haben ja im Großen und Ganzen jetzt so nichts mehr zu tun. Außer halt die Trullats hier zu begleiten, die sich wieder ordentlich viel Zeit lässt. Und wir haben die Quest fertig. Jetzt habe ich das Problem. Okay, wir müssen anscheinend da unten weiter. Sehr schön. Ich habe gerade gedacht, wir sind jetzt runtergesprungen und haben... Warte mal, ich muss mal eben kurz. Und haben da vielleicht die Quest vergessen oben. Dass die uns vielleicht eine neue Quest für uns hatte. Aber gut. So, der kleine Fritze, der kommt da jetzt gleich. Oha. Ich finde das so geil, dass wir unseren eigenen Privatheiler dabei haben. Das gefällt mir doch schon sehr. Wow, 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 wow. Und wie gesagt, also ich meine, ich hätte auch schon mal gesehen, dass wir da irgendwie einen Geschützturm und sowas gesehen haben, den wir später auch noch rufen können, wenn wir weiterhin Level-Ups bekommen. Wobei hier in der Instanz wird es jetzt nicht ganz so viele Level-Ups geben. Das wissen wir ja auch, mit einem 65er dabei gibt es halt für uns kaum noch Erfahrungspunkte. Wobei ich jetzt aber auch nicht genau weiß, ob das mittlerweile auch geändert wurde von den Entwicklern. Was mir natürlich in dieser Instanz aufgefallen ist, ich glaube mittlerweile haben sie die Zwischensequenzen richtig gemacht. Ich glaube beim Berserker-Let's Play war es glaube ich so gewesen, dass das, was am Ende hier als Zwischensequenz kam, am Anfang war. Oder nee, zumindest die Videosequenz wurde halt am Anfang gezeigt, aber wir hatten den Ton vom Ende oder sowas. Ich meine irgendwie so wäre das hier gewesen. Uah. Alter Drecksack. Das scheinen sie mittlerweile hingekriegt haben zu patchen. Müssen wir mal schauen. So, mein kleiner Heiler ist noch da. Wir sind aber auch ordentlich gesund. Und das ist auch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sogar der letzte Bossraum. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Alles im ersten Part. Ja, ich hätte vielleicht den Knopf auch nochmal gedrückt lassen sollen. So, der ist hinüber. Holen wir uns hier die nächsten ran. Ja. Da waren sie schon tot, bevor ich irgendwas machen konnte. Ja, kleiner Mann, du bist auch ein bisschen sehr spät. Der schießt aber auch, glaube ich, immer nur dahin, wo ich hingehe, ne? So, machen wir das Ding eben kaputt. Und da kommt wieder eine Zwischensequenz. Und da steht uns Malgarios gegenüber. Ja. Zwischen... Zwischensequenz zu Ende. Boss tot. Ich konnte nicht mal einen Schuss drauf machen. Und dann siehst du nur noch im Chat. Sorry. Das ist natürlich super. Ja, geil. Aber ist nicht so schlimm. Wer den ganzen Kampf sehen will, der guckt sich einfach diesen Berserker-Let's Play an. Wir geben hier erstmal die Quests ab. Und das soll es, glaube ich, in dieser Instanz gewesen sein. Das heißt, wir gehen jetzt aus der Instanz hinaus und werden einmal die Quests abgeben. Und dann mache ich mich offscreen eben kurz
auf den Weg wieder zurück in die Mine. Verabschieden tue ich mich dann gleich von den Leuten, wobei die können ja auch, wenn sie wollen, mitmachen. Tahane zumindest, Rosette, ich weiß ja nicht mal, warst du eine Frau oder warst du ein Mann? Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das hatte, ist mir auch egal. Was heißt, ist mir nicht egal, kannst du ja mal unter das Video schreiben, was du warst, weil ich möchte jetzt nicht sagen, das wäre zu viel, wenn er mitkommt. Das hört sich dann immer doof an, wenn man eine Frau ist. Er. Das hört sich immer an, als ob ich nicht Mann und Frau unterscheiden kann. So, ja, der Weg, der ist etwas länger. Gab's nicht auch einen kürzeren Weg hier raus? War das nicht irgendwie? Ach nee, das war nur bei World of Warcraft, ne? Raus teleportieren, rein teleportieren, um die Quests abzugeben. Bei Terra wüsste ich das jetzt nicht. Naja, der Weg ist ja nicht allzu lang. Wir sind jetzt bei guten 16 Minuten. Ja gut, ist der Part halt ein bisschen länger. Aber ich habe irgendwie habe ich komische Buffs. Oder haben sie die auch schon wieder irgendwie geändert? Das Spiel verwirrt mich immer mehr. So, da ist gerade der Talisman abgeklungen, den wir vor der Instanz ins Feuer hier geschmissen haben. Beziehungsweise ich nicht. Das war entweder Tahane oder Rosette. Einer von beiden. Wo war denn jetzt der Ausgang? War der links? Ne, warte mal. Der war hier rechts, glaube ich. Ja, hier rechts. Bei links stand noch Gegner, da hätte er gar nicht sein können. So, und dann können wir da gleich erstmal abgeben. Reicht, wird es denn für Level Up reichen? Ne, für Level Up reicht es definitiv nicht. Aber was blinkt denn eigentlich unten? Da muss ich mal eben ganz kurz gucken, was ist das? Achso, okay. Das bringt uns nichts. Das ist einfach nur wieder eine Anzeige für die wiederholbaren Quests. So, wir wollen natürlich nach draußen, damit wir dort die Quests abgeben können. Und dann mal gucken, ob wir noch irgendwie durch die Handlungsquest irgendwo hingeschickt werden. Weil wenn wir noch irgendwo hingeschickt werden, dann werde ich das auf jeden Fall auch noch lassen. Und dann lasse ich einfach durchlaufen. Dann müssen wir halt die Reise auch mal kurz mit drin haben. Aber so lang sind die Reisen ja jetzt auch nicht. Hier bei Terra, da muss ich sagen, bei Terra ist der Vorteil, man hat halt diese komischen Portale, die so aussehen wie der Slipstream oder sonst irgendwas. Und das muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Das haben wir ja bei World of Warcraft nicht wirklich. Da müssen wir ja den kompletten Weg zurücklegen. Ach du Scheiße. Ach was, hör auf. Da muss ich jetzt gleich echt nochmal gucken, was der da noch für Quests hatte. Und wir kriegen tatsächlich noch unser Level ab. Sehr, sehr schön. Ihr habt eine neue Fertigkeitsglyphe. Ach guck mal, wir haben sogar Level 30 jetzt gemacht. Krass. So, wir schauen mal eben kurz in unser Questlog. Ja, bestätigen wollte ich jetzt nicht. Was haben wir denn da? Anwesen der Arklis. Wieso kriegen wir das denn jetzt noch? Ach so.